erstmal ist autonomes Fahren natürlich eine ganz spannende Geschichte, die einen großen Vorteil im Thema Verkehrssicherheit bietet. Das wird auch wahrscheinlich der Punkt sein, warum es sich durchsetzt, weil dann Versicherungsraten und Unfallraten sinken. Natürlich kann man mit autonomem Fahren auch die Effizienz vielleicht erhöhen, man kann schneller und besser auf Reihe fahren, aber wenn man sich überlegt, dass da immer noch viel umbauter Raum um einen Menschen wahrscheinlich ist, wird man in engen, in dichten Städten sehr schnell erkennen, dass das Massenmobilität, wie sie derzeit über öffentliche Verkehrssysteme, über die Metro, über Schnellbahnsysteme abgebildet werden, einfach nicht ersetzen kann. Wir sehen in den Ballungsgebieten, in den europäischen Ländern, aber auch in Nordamerika, dass das Thema Automobilität an Strahlkraft, an Symbolik verliert. Wir sehen aber gleichzeitig in den Schwellenländern, die jetzt gerade erst die Haushaltseinkommen in der Höhe haben, dass sie sich Automobile leisten können, dass es noch eine große Rolle spielt. Ne? Gehen Sie nach Russland, gehen Sie in viele asiatische Länder, nach China, da sind das noch Themen. Wir sind aber ganz frohen Mutes, dass dieser Trend, den wir jetzt eben in Nordamerika und in Europa sehen, über soziale Netzwerke sich sehr schnell auch in diese Welten verbreitet und vielleicht nur eine Frage für einer Generation ist, bis wir da einen Schritt weiter sind. Also autonome Systeme im öffentlichen Verkehr gibt es heute schon. Die Pariser Metro fährt zum Beispiel rein autonom. Wir haben auch in Deutschland erste autonome Systeme. Sie können sich das Ganze im Schwerlastverkehr ebenso vorstellen, gerade da, wo Sie lange Lenkzeiten haben auf Autobahnen, wo es auch sicherheitsseitig sicherlich eine gute Ergänzung ist. Sie können sich das vorstellen im Bereich der Busse und. Also natürlich kann man das tendenziell überall einsetzen. Wahrscheinlich wird man am Anfang eine Menschenbegleitung noch haben. Die aktuelle Gesetzeslage sieht dies auch noch vor. Das heißt, das Erste, was wir haben werden, ist eine Anpassung der Gesetze, wenn wir wirklich einen großen Sprung machen wollen. Der eine große Trend eben über die Digitalisierung und die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel ist sicherlich ein großes Thema, verbunden mit dem Thema Nutzen statt Besitzen. Also die Einbindung verschiedener Verkehrssysteme zu einem Gesamtkonstrukt, was sich weitgehend ohne nachzudenken nutzen kann. Von der S-Bahn in ein Auto, auf ein Fahrrad, ganz einfach, ohne große Zugangsbarrieren, schafft eine große auch Flexibilität und gedankliche Freiheit, die Ihnen Ihr Privatauto heute gar nicht bieten kann. Und über diese Systeme, über diese Mitfahrgeschichten und werden wir auch das Thema der Versorgung auf dem Land lösen. Ja, wir haben ja eine starke Verstädterung. Auf dem Land, gerade in Deutschland, haben wir eine sehr alte Bevölkerung, die eben halt Eigenheime dort erworben haben und deswegen vielleicht auch da nicht wegkommen oder verwachsen sind mit ihrer Scholle, wie man so schön sagt. Öffentliche Verkehrssysteme in Form von Bussen und Paktverkehren können sie dort gar nicht finanzieren und aufrechterhalten auf Dauer. Und da wird auch die neue Technologie Möglichkeiten geben einer Vernetzung, dass Privatautos über Mitnahme, Mitfahrzentralen oder auch professionelle Services das mit abdecken können. Es ist so schleichend, aber es ist brachial, was das an Änderungen ist. Wir merken das nicht, weil wir mittendrin sind. Wenn Sie zurückdenken, und das sind nur 20 Jahre, als wir noch Telefonzellen hatten, kennen Sie vielleicht gar nicht mehr, ja? Wie das auch die Mobilität verändert. Ne? Ich konnte einen Termin, ein Treffen nicht mehr verschieben ab einer bestimmten Zeit, weil dann war man unterwegs. Wenn Sie sich heute die Jugend anschauen, die auf dem Weg die Ziele noch verändert, den Treffpunkt und, das war alles gar nicht denkbar. Die Flexibilitäten verändern sich und damit auch die Anforderungen, die Sie an Mobilität stellen als Jugendlicher, als junger Erwachsener. Ne? Wenn Sie so spontan sind, brauchen Sie auch Verkehrsmittel, die diese Spontanität mit abbilden. Und gut ist, dass es nicht mehr nur das eigene Automobil die Allzweckantwort. Also ich glaube, was wir derzeit tun, ist, dass wir immer bei Smart auf technologische Lösungen schauen.
Es gibt da zwar auch Unterschiede, aber gerade in Asien sieht man, dass das ganze Thema Smart rein technisch, also alle gesellschaftlichen Lösungen versucht wird, über technische Lösungen zu realisieren. Das greift unserer Ansicht nach viel zu kurz. Ich glaube, man muss zuerst schauen, was braucht der Mensch? Und dann ist eine smarte Stadt zum Beispiel eine Stadt, die nicht so stark Leben, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit trennt, sondern wieder gemischte Quartiere hat, die wieder Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum schafft, die wieder Begegnungsflächen zwischen Menschen schafft. Und das hat erstmal mit der rein technischen Lösung gar nichts zu tun. Ich glaube, diese ganzheitliche Denke ist unwahrscheinlich wichtig. Und dann gibt es Technik, um viele Sachen zu vereinfachen. Aber rein Technik kann auch viel Mist machen. Die autogerechte Stadt war ja eine technologische, auch eine technologische Revolution. Und der Glaube, dass die Technologie Auto uns zufriedener, uns glücklicher und besser macht. Und wir sehen, dem ist nicht so.